Moin und Mädel, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Session von Story of Seasons A Wonderful Life. Part 13 und Part 14 hat Rainerle heute rausgehauen. Ja, er macht weiter, er macht immer weiter. Obwohl es eigentlich keiner sehen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich gehe mal davon aus, ihr seid nicht auf seinem Odyssey-Kanal aktiv unterwegs, ne, wie es sich für gute Hater gehört. Ich bin jetzt einmal draufgegangen, weil es mich interessiert hat, wie viele Aufrufe hat dieses Gaming-Session-Gelaber von Rainerle eigentlich so. Und ich kann euch verraten, nicht so viel. Ja. Part 9, was vor 3 Tagen rausgekommen ist, hat gerade mal 130 Aufrufe. Part 10, 51 Aufrufe und so weiter. Also es ist nichts, absolut gar nichts. Da passiert einfach nichts. An Aufrufzahlen, ne? Das ist marginal. Aber er hält dran fest und schmeißt immer weiter fröhlich seine Parts hier ins Internet, obwohl die Leute ihm zu verstehen geben, dass es keiner guckt. Wir schauen auch nicht bei Rainerle auf dem Odyssey-Kanal. Ich habe es mir wie immer bei Telegram geholt. Ihr könnt es aber auch in der Drachenchronik, findet ihr die Reuploads natürlich wie immer. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir starten einfach. Rainerle ist wieder zurück bei den 20-Minuten-Parts, beziehungsweise dieser geht 25,5 Minuten. Ihr seht, unten habe ich ein Ding-und-so-Counter eingebaut. Mal sehen, wie lange ich das durchhalten werde. Vielleicht machen wir es tatsächlich nur diese Folge. Weil ich nämlich glaube, der wird anwachsen. Sehr schnell, dieser Counter. Ansonsten, ja, was ist passiert? Rainerle hat Nami einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat angenommen. Er hat wohl Erfolg gehabt mit der Milchsuppe. Ansonsten kippt er andauernd in Ohnmacht, weil er es einfach nicht schafft, seine Felder da adäquat zu bewirtschaften. Und ja, sein Zeitmanagement ist Grütze. Ne? Tiere werden halt draußen gelassen und ähnliches und er geht halt weit nach Mitternacht ins Bett. Ja. Mal schauen, was heute passieren wird. Ich bin hyped. Auf geht's. Immer diese abrupten Enden. Willkommen zurück, Leute. Beim Drachen. Ja. Schön. Ihr seht, Rainerles Ausdauer. Das ist ein Problem, aber was will man machen? Hat keine Ausdauer. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel Geld er hatte. Aber er könnte ja sonst Kaffee kaufen. In der Kaffeebar. Okay. Die Bäume brauche ich nicht mehr gießen, das ist schon mal ein Vorteil. Und jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir uns Dinge organisieren. Ding. Lebensmittel. Wow, unser Fund weiches Fell und Wackelschwänzchen. Achso, weil wir jetzt Ding haben, jetzt haben wir 10. Ding. Jetzt haben wir schon 10 von denen, genau. Komm schon, ey. Fehlt jetzt hier das Hühnchen drin? Ja, ist kein Hühnchen da. Da ist immer noch. Ja, ist noch Futter da. Warte mal, nee, wir haben ja gar kein neues. Achso, weil das Pferd jetzt da, genau. Dann mal los. Ja, schön. Wie es sich für einen Lord gehört, der durch seine Landschaft reitet. Ach, Moment, war es ein So? Ich habe nichts ganz gehört. Sorry. So. Ja. Sehr schön. Ja, bitte verzeiht, wenn ich irgendwie ein So nicht eintrage. So, ich würde gerne. Ja, so. Dann zum Plaudern hier. Stimmt, was wollte der?
Ich wollte eigentlich was kaufen. Was wollte der eigentlich von uns? Was war denn sein Auftrag? Wartet mal. Steckrüben. Ach, Steckrüben. Hm. Genau, da müssten wir eigentlich mal einen Pfund Steckrüben kaufen. Ja, aber die kannst du ja noch nicht aussehen. Die sind doch dann erst für Herbst gedacht, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Gerne. War das nicht so? Steckrüben. Ah nee, Sommer, Sommer bis okay. Winter. Sorry, ich dachte, es wäre Herbst. Boah, Alter. Gib mir mal 21 Stück. Hm. Für den Rest kauf mal Dinger. Dinger, ja. Sehr gut. Mhm. Bist du Araber oder was? Achso, das Pferd mal hin. Drache, was? Wir haben hier. Du meinst Balki? Übrigens, das ist mir tatsächlich erst später aufgefallen, auch durch andere Leute, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass er das Pferd höchstwahrscheinlich Blacky nennen wollte. Aber jetzt heißt es halt Balki, ne? Das ist Balki, mein Pferd. Wir wollen dir jemanden Hallo sagen. Beeil dich, komm her, schnell, schnell. Ah, unser neues Küken ist geschlüpft. Ah. Quietsch, quietsch. Sehr schön. 004. Boah, immer diese Namensgebungen. Ja. 004 wäre das nächste. Richtig. Süß. Gefällt mir. So. Ah. Ja. Ich bin nicht so schnell. Wartet mal. Eigentlich müsste ich das hier zuerst düngen, für alle Fälle. Hm. Ich meine, genug müssten wir eigentlich haben. Ja, 26 hast du. Kannst ja ausrechnen. 9 Felder. Also auf jeden Fall das hier auch düngen. Ach, auf einmal? Zumindest die zweimal. Wieso musst du die düngen, Rainer? Da hast du nicht sogar gesagt, du musst die gar nicht wässern? Aber okay, düngen anscheinend schon. Naja, von mir aus. Mach, was du nicht lassen kannst. Schön. So, das wird jetzt noch ein teures Spielchen, aber was willst du machen? Erinnert ihr euch noch, dass er in der anderen Folge gesagt hat, wir sparen jetzt 10.000 für den Teich? Ich glaube, der Teich wird nicht kommen. So, dann haben wir das auch. Haben wir jetzt Eier hier drin? Ja. Mensch, das artet langsam in Arbeit aus hier. Einmal hier. Okay. War das das einzige Ei, was wir jetzt hatten? Anscheinend. Hier keins mehr. Das ist immer schlimmer, wenn ich die Eiersuche machen muss. Mhm. Nervig. Was haben wir denn hier? Was denn? Ja, hallo? Ein bisschen Pflaum. Hm. Ein Tier wurde auf dem Hof geboren. Wir haben schon 11 Wunder. Okay. Schön. So, 11 Wunder, Leute, von 15. Ich möchte das eigentlich nicht zählen. So 11 Wunder. Ja, nee, ich lasse es mal so. Das war ein ganzer Satz. Ich würde dir das so nur zählen, wenn es alleine stehen würde, ne? So. Aber nein, das lasse ich jetzt mal so durchgehen, ne? Ansonsten könnt ihr es ja gedanklich dazu rechnen. Wenn ihr wollt. Eigentlich sollte man die aufheben, ne? Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Ich kann aber eigentlich auch nichts pflanzen gerade, ne? Du wolltest ja sowieso sparen. Ja, und die.
Ja, unser Bulle ist auch. Mein Gott, ist der gewachsen. Unser Bulle ist auch ready. Ready? Echt? Jetzt schon? Waren das nicht nur 3 Tage oder so? Wie schnell geht denn das? Okay. Hatte ich dich mir gekuschelt? Ja. Ja, das ist schon. Das ist ja geil. So, was hast du jetzt vor? Tomaten? Ja, schon mal. Dann halt nicht. Was soll er mit deiner doofen Tomate? Was Nami? Moin. Bin zwar immer von einem Ort zum anderen gereist, so. Ja, Rainer, du... Sehr schön. Ja. Unsere Chancen stehen doch gerade super. Für was? Ein Herz fehlt bei ihr noch, dann sind wir bei ihr auf dem absoluten Maximum. Ja. Gießen brauche ich jetzt gerade gar nicht drüber nachdenken, das schaffe ich eh nicht. Das stimmt. Es wäre schon schön, wenn es jetzt mal regnen würde. Deine Tiere sind noch draußen. Aber gut, ja, geh halt schlafen. Wir sind von der Jahre, wir sind vom Ding her jetzt ein bisschen zu am Rumeiern gerade. Ding. Moment. War jetzt nicht drauf vorbereitet. Wie gesagt, anstatt so einen Teich würde ich. Und das Ganze nochmal rückwärts. Würde ich ja eher in so eine Bewässerungsanlage investieren. Ja, daraus besteht das ganze Spiel, ne? Hm. Ah, ich habe wieder kein Wasser. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt dann nach Möglichkeit gleich nochmal schauen, dass wir uns nochmal Dünger organisieren können. Irgendwie müssen wir an die Kohle rankommen, weil wir brauchen das. Sonst wäre das komplette Düngen verschwendet gewesen. Mein Ziel sind nämlich Feldfrüchte Stufe S. Mhm. Brauchst du dafür nicht ein besseres Feld? Aber gut, es war nur eine Idee von mir. Also keine Ahnung. Die schaffen wir halt nicht, wenn wir nicht die Feldfrüchte Stufe S schaffen wir nicht, wenn wir nicht düngen. Hier so rumeiern. Ach so. Ja, oder so. So. Oh, warte, was sagt sie denn für einen Text? Better geht es gut, aber irgendwas scheint anders zu sein. Ah, no. Okay, sie ist schwanger. Sehr gut. Freut mich. Woher ich das weiß? Weil es immer ihre Aussage ist. Ja, hätte ich auch so interpretiert. Wenn irgendwas komisch oder anders ist, dann ist das immer die Situation, dass sie schwanger ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir das Männchen gekauft haben. Ja, ach nee. Weil wir brauchen das nämlich, sonst kriegen wir nämlich bald keine Milch mehr von ihr. Deswegen ist die erste Handlung eigentlich immer eine Milch. Eine Milch. Kaufen. Nee, einen Stier kaufen, Renalde. Andersrum. So, Steckrübe kann ich momentan nichts machen. Noch 7 Tage. Das sehe ich mal dazu. Oh, 7 Tage. Da müssen wir mal gucken, ob wir Steckrüben in der Zeit pflanzen können. Warte mal, wie lange brauchen Steckrüben eigentlich zum Wachsen? Steht es dabei? Wächst sehr schnell. Wachstum schnell, ja. Das bringt mir aber nicht wirklich viel tatsächlich. Achso, ist das nicht gut? Machen wir mal eine Runde Steckrüben noch dazu. Mhm.
Wir haben den dritten, also müsste eigentlich Warn heute kommen. Dann können wir hoffentlich bei Warn was machen. Kannst du mal auf den Kalender schauen, ob das auch so ist. Wie viel Kohle haben wir? Nichts. Sechs, da kann man nicht finden. Da kommen wir nicht viel zur Rande. Aber der müsste eh gleich da sein, ne? Weiß ich nicht. So, wir müssen noch Bienchen und Blümchen sammeln. Nur die Blümchen. Blumen da unten wachsen auch noch, aber das sind, glaube ich, diesmal Gänseblümchen. Mhm. Das sind keine Spielblumen mehr wie vorher. Nebelblumen. Nebelmondblumen heißen die jetzt. Genau, das ist halt immer so eine sehr effektive Methode, Pflanzen zu sammeln. Also nicht nur Pflanzen, sondern allgemein, das ist eine sehr effektive Methode, Geld zu bekommen. Ja, eine effektive Methode, Pflanzen zu sammeln. Ja, er hat sich ja korrigiert. Moin. Okay, da müssen wir mal schauen. Was müssen es gab hier eine Blume, die hat irgendwie 100 oder 200 Gold gebracht. Also, da ist Warn schon. Da ist er doch. Ah, der ist heute nicht da. Der arbeitet heute nicht, glaube ich, ne? Er ist doch da. Ah cool, man landet auch direkt auf dem Pferd, das ist gut. Das ist nicht nur gut, das ist sogar hervorragend. Das geht nämlich deutlich schneller alles dann. Okay, das Wichtigste ist jetzt gerade erstmal Geld zu verdienen. Wenn er schon hier rumsteht, dann ist das ganz geil. Dann kann man nämlich gleich mal direkt ein bisschen Kohle verdienen. Du kannst doch gleich alles Waren verkaufen. Oder bringt das mehr Geld? Okay, ja, mach doch. Mach, was du nicht lassen kannst, Rainer. Moin. Spielblume, für dich 22. Nur wie immer. Wichtig wäre halt, dass wir vor allem zumindest die Kohle reinkriegen, dass wir die zwei großen Felder düngen können. Auf einem sehr guten, fruchtbaren Boden kriegen wir, glaube ich, zwar sowieso relativ gute Erträge raus, aber man muss es schon regelmäßig düngen. Ja. Nein, ich will das nicht schließen. Ja, dann hör auf, da rauszulaufen. Man muss ein bisschen drauf achten, weil wenn Warn kommt, müssen wir ihm den Platz überlassen. Schließ doch einfach rein, da kommt doch keiner mehr. Da hinten läuft er aber erst. Das habe ich lange Zeit gar nicht gewusst, dass das geht hier. Also früher wusste ich das natürlich schon, aber damals, wie ich das Spiel angefangen habe zu zocken, wusste ich lange Zeit nicht, dass das geht. Er hat doch schon gekauft. Hat keinen Wert gerade. Ich glaube, eine Tomate kann man hier anbieten, ne? Bei mir ist morgen schon immer noch bei dir, ist derselbe Satz. Das gleiche. Wenn man in eine Blume gibt, sagt sie, glaube ich, sowas wie. Du hast mir gerade jetzt lebt, Herr Drache. Ich bin so froh, dass ich das vergessen meine Teil gefunden habe. Erst recht, weil du. Ja, ich weiß, dass es früher das Vergissmeinnichttal hieß, aber sie haben es umbenannt, beziehungsweise eher an das Original gesetzt, ne, die Übersetzung. Es ist das vergessene Tal. Naja. Du an meiner Seite bist. Ja, man kann ihr. Ah, ich hab sogar nicht da. Komm mal. Kein Tag ohne, dass Nami das Milch ist nämlich die Sache, bekommt. Sie nimmt nämlich nur gekochte Sachen oder so an.
Deswegen ist sie sehr schwer zufriedenzustellen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. Du drehst so, hier immer nur Milchsuppe an. Oh. Auf jeden Fall kümmern. Da war ein So. Sorry. Ah, ich habe vergessen, die Hühnchen rauszuholen, ne? Das sollten wir mal eben machen. Das Küken. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe was vergessen. Na? Ich muss, wenn ein Hühnchenbaby geboren wird, reinspaziert. Jetzt hat er mein Hähnchen einfach fallen lassen. Was zur Hölle? Ja, Rainer, wolltest sagen? Ja, da wurde er abgelenkt. So. Rainer, du hattest einen Satz angefangen. Was hast du vergessen? Da schwingt der Rock. Die ist gerade mal sichtlich 14, Rainer. Es ist genau das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ne? Das ist ein Spiel für Kinder. Ich habe es in der letzten Folge schon mal gesagt, aber das ist halt als Rollenspiel spielst übernimmst dann einen Hof, ne, und heiratest dann. Es ist für 12 bis, gut, 16 auch noch, ne, kann man das halt als Rollenspiel so aufnehmen und sagen, ja. Ne? Aber der ist 34, Mann. Und hat, ich spule noch mal ein Stück zurück, dann sehen wir es ja noch mal, das ist, läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn er das sagt. Da schwingt der Rock. Ja. Wirklich. So, ich möchte bitte verkaufen. Und zwar alles, was ich habe. Ja. Naja, fast alles. Ach so, die Tomaten. Ja, ist egal. Ja, willst du... Daraus kannst du doch ein Gericht machen, Rainer. Das ist doch doof, die zu verkaufen. 2600, so. Hast du was Neues? Energiedrank. Ja. Okay, der hat jetzt zwei neue Outfits. Hyperdrank. Ah, nicht mehr als eine Dose auf einmal. Ah, die ist sauteuer halt auch, ne? Die kann man aber, glaube ich, auch selber herstellen irgendwann. Wird ja trotzdem den Energy Drink mitgenommen. Für 500. Irgendwas war da. Okay. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir uns Ding organisieren. Oh mein Gott. Geht's ja richtig ab. So. Dünger. Da müssen wir auf jeden Fall düngen. Oh, bei denen kann ich wieder nicht einkaufen. Mann, geh mir halt jetzt nicht auf den Zenkel. Ach, Mann. Das ist wieder keiner da, bei dem ich einkaufen kann. Was ist das denn für ein Saftladen hier? Bitte geh in das Häuschen rein. So, 131 bitte. Ja. So, jetzt müssen wir mal ein wenig Spaß haben mit dem Dünger umgehen. Weil, wenn wir den Dünger jetzt verbraucht haben, muss es jetzt eigentlich fertig sein, das Zeug. Und er ist schon wieder pleite. Dabei wollte er sparen. Sollten wir uns wirklich nur auf das konzentrieren. Auf was? Auf Feldfrüchte oder was?
Aber früher musste man das alles einzeln pflanzen. Das war eine Sauarbeit, ey. Mhm. Warum den anderen Baum? Also, warum düngst du den nicht auch? Könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Das hat echt genervt. Ach, Mann. Du hast eh gleich keine Ausdauer mehr, Rainer. Ist wieder vorbei dann. Na, sieht er es oder sieht er es nicht? Bricht er wieder zusammen? Na, hat's gesehen. Hättest du dir mal den Energy Drink geholt, ne? Für 500. Ja. So, das ist was fertig hier. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich wieder umgekippt, weil ich nicht aufgepasst. Oh, ja, Rainer, du hast doch gerade eben die Milchsuppe. Was glaubst du denn? Du hast doch gesehen, wie viel das gebracht hat. Nichts. Fast nichts. Ja. Ich bitte dich. Wir müssen das trotzdem letzten Endes zu fertig gießen. Das wär's für heute. Ja, dann verzapf dich. Ah, Rainer, wirst du ein bisschen angefressen. Ja, schaffst du sowieso nicht mehr. Alles. Mit der Ausdauer. Ich hab ja keine Energie, Mann. Ja, du hast keine Energie. Vielleicht ja, ich sehe, wir kippen gleich wieder um. Ja. Gut. Aber ich muss das fertig gießen, das hilft nichts. Und ich glaube, früher war es so, wenn man das oft genug übertrieben hat, dann hat man auch recht schnell weitermachen können. Mhm. Glaubst du? Also haben wir irgendwann schneller mehr Energie gehabt. Irgendwie so. Irgendwie so, ja, irgendwie so. Ne? Klar. So, jetzt pass mal auf. Ups, Moment. Ich bin nicht schnell genug. Sehr schön. Okay. Moment, hat er so gesagt? Sorry, ich war gerade gedanklich, bin ich gerade echt abgeschweift. Okay. Naja, dann nicht, okay. Wie gesagt, entschuldigt, wenn ich da irgendwie ein So oder irgendwas nicht mitbekomme, aber das ist halt manchmal, da kann man so, auch. Ich würde jetzt schon mal ein Vogelfutter einsnacken. Mach das. Weil ich garantiere, dass wir jetzt das Futter mal austauschen müssen. Auffüllen. Oder muss man das echt austauschen? So. Okay. Das sieht gut aus. Sag ich ja. Ich weiß nicht, wie man das... Ich habe drei Dinge, die nichts bringen. Wie man das unironisch gucken kann. Was haben wir hier? Also, dass man das irgendwie toll findet. 100 Kohle. Ja, im Moment kriegt man jetzt sonderlich viele Einnahmen. Gibt's ja auch nichts ab. Dafür bekommen wir demnächst mehr. Hast du ja gerade eben alles an Waren verkauft. Was haben wir hier jetzt eigentlich alles drinnen? Vogelfutter. Was ist hier drinnen? Milchsuppe. Ach, hier sind noch drei Milch drinnen. Schau mal. Milchsuppe. Ja. Das ist gut. Warte mal, stopp. Hm. 15. Okay, passt. Okay. Thank you.
einmal schlafen, bitte. Und damit ist auch die Folge zu Ende. Heute wieder leicht überzogen, aber nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Oh, schade. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge mache jetzt noch eine Folge und dann war es das für heute. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Ja, tschö, tschö, Reinhard. Beziehungsweise geht direkt weiter. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Was ist das? Lol. Ich habe gerade mal kurz meinen Ordner aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie viele Aufnahmen ich jetzt habe inzwischen. Na, wie viele? Das sind doch ganz ordentlich viele. Wie viele? Das kann ich mal löschen hier, die zwei, die brauche ich nicht. Das muss man jetzt alles direkt in der Folge machen, ja natürlich. Wie viele sind das denn? Okay, ist mehr als genug Speicher noch da? Mhm. Gut. Ups, nein, das wollen wir nicht, definitiv nicht. Da fällt mir ein, wir sollten mal aus Sicherheitsgründen einfach Speicherkopf gehen. So, bitte überschreiben. Das ist immer noch der 19.8. Daniel hat das tatsächlich innerhalb von, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es das letzte Mal der 18.8. in Folge 2 oder 3, wo wir es mal nachgeschaut hatten. Also hat das alles jetzt innerhalb von 2 Tagen aufgenommen. Ja, schön. Ja, bitte. Danke. Haben viel geschafft heute. Ja. Okay, 2 Tage, an denen es wirklich schön läuft. Einmal bitte in den Spiegel gucken. Ich frage mich, für wie alt mich die Leute halten, was die wären, bestimmt überrascht. 14. Was ist das denn für eine Aussage gewesen, Alter? Wow, unser Fund, Laufsteg? Mhm. Du hast 3-mal in den Spiegel geschaut. Ein Wunder. Schön, schon 12 von 13. Was? Schon 12 Wunder von 15? Wo steht denn da von 15? Da fehlen nur noch 3. Wo stand denn da 15? So. Er hatte zwar gesagt, 15 Wunder kann man finden, aber das war ja auf den Frühling bezogen, oder nicht? Hm. Naja. Oder? Laufsteg, weil man in den Spiegel geguckt hat, krass. Ja, es ist ein einfaches Achievement, Rainer. Das sind anscheinend so interne Achievements. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Was ich echt hoffe, dass die rausbringen? Na. Das wäre auch richtig geil, wenn die Magic Melody rausbringen würden. Hm. Aber ganz ehrlich, das ist zwar eigentlich wieder Geldmacherei, aber das sind so wirklich schöne Spiele, die meiner Meinung nach ein Comeback verdient haben. Gerade Magic Melody fände ich super, wenn die noch ein Comeback für Magic Melody machen würden. Weil das war ein Spiel, das hat richtig Spaß gemacht, aber die Grafik war dezent gesagt unterirdisch. Okay. Außerdem hatte das Spiel mehr Potenzial, genau wie auch A Wonderful Life. Das hatte und auch Ding wäre auch super. Ja. Baum der Stille. Das wären alle drei Teile meine Lieblingsteile. Von Harvest Moon, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind alles Spiele, in meinen Augen, von Harvest Moon, die definitiv ein Comeback verdient hätten. Ein Remake. Weil das waren wirklich mit die besten Teile von Harvest Moon. Da kann man echt nichts sagen. Mhm. Keine Ahnung. Habe ich nie gespielt. Ist das alles schon gewässert jetzt? Ja, anscheinend. So, das war das letzte Mal das Ding. Bei 19 so. Schon. Oh mein Gott. Kann man eigentlich auch nochmal düngen. Komm, wir düngen die alle mal. Okay. Ich weiß nicht, wie viel man die düngen muss, aber... Ja, schlecht. Ich glaube aber, man sieht es, glaube ich, aber an den Blüten. Mhm. Was halt schön wäre, wenn wir das Feld da hinten hätten. Ja, kannst du ja mal gucken, ob du es kaufen kannst. Ich sag euch was. Ich glaube, dass man hier 2 Felder machen kann. Ich glaube, man kann hier noch eins machen und da kann man bestimmt auch noch mal eins machen, dass man hier dazwischen einen Weg hat. So wie das hier aussieht. Ja, aber du kannst doch gucken. Würde ich fast eigentlich drauf wetten. Du kannst auch in diesem Tagebuch gucken, was du noch dazu kaufen kannst.
War das nicht dabei, das Feld? Das ist ein leises Sohn. Ich glaube, der hat wohl gerade gefuttert. Klasse. Hui. Ja, was soll ich dazu sagen? Spannend, wie immer. Mal kurz bei allen drüber gehen. Hervorragend. So. Bertha wird ungewöhnlich ruhig. Unruhig. Da stand unruhig, Rainer. Deswegen gibt es hier nämlich auch bloß noch 2 Milch, weil sie schwanger ist. Ja. Ich wollte eigentlich nicht das Hühnchen melken. Warte mal. Kurz mal streicheln hier. Hinten läuft Nami. Ja, musst du noch eine Milchsuppe geben. Sorry, war da ein So? Oh mein Gott, ich habe da jetzt nicht aufgepasst. Ich will das ja hier auch wirklich adäquat durchführen, ne? Aber es ist so langweilig. So. Ja, ein So. Meine Güte. Es ist wirklich schwierig, sich dabei zu konzentrieren. Warte. Macht das ja auch nicht spannend oder in irgendeiner Form interessant? Was? Ja, die kriegt wieder Milchsuppe, sehr schön. Hä? Was haben wir denn da? Ach, hast du das selbst gemacht? Da hast du dich bestimmt richtig angestrengt. Na klar, hier, nimm. Eine Passion für den Wisch. So, habe ich jetzt hier eigentlich alles gegossen? Ja. Sehr gut. So soll es aussehen. Hey, springst du da mal drüber? Ja, das war aber tatsächlich jetzt so soll es aussehen. Das kann ich als Satz durchgehen lassen. Ne? So, was ich jetzt nicht das ganz nicht weiß, ist, wie genau ich diese. Was? Diese Aufgabe hier machen soll. Ja, Reinalde, das Rezept hast du bei dir. Das habe ich letztens gesehen, als du da Milchsuppe gekocht hast. War das da in dem Buch drinne? Schnelles eingelegtes. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das. Hast du in deinem herstellen soll? Du hast es in deinem Rezeptbuch. Steht es drinne? Na, kurz mal ins Rezeptebuch gucken. Weil das mit den Rezepte, kann man die hier abgucken? Nee, ne? Also nicht. Ich glaube, das geht nicht. Wir haben auch ziemlich viel Platz im Inventar, merke ich gerade. Aber das hatte man gut, das hatte man in dem Harvest Moon Teil immer. Auch früher schon. So, mal kurz die Rezepte durchgehen. Was für Rezepte sind das denn? Schnelles hier. Zwiebel. Ah, okay. Verstehe. Nee, dann sind wir doch eigentlich schon super auf dem Weg. Ja. Ich weiß nur nicht, wie. 6 Tage noch. Ich weiß nur nicht, wie lange die Rüben brauchen, um zu wachsen. Ich glaube 5 Tage oder so oder 4 Tage. Ja, stand ja 5 Tage brauchen die, glaube ich, schon. Stand, die sind schnell. Junge, alles klar. Na logisch. Kannst du ja düngen. Eigentlich habe ich keine Fragen. Aha. Na klar. Wir haben uns früher immer irgendwelche Storys im Spiel zusammengesponnen.
Wir? Na, schau mal. Pfötchen hat er schon mal einen. Drehen hat er schon mal einen. Und Männchen machen. Springen fehlt noch ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen Springen üben. Mhm. So, Selina hat jetzt mittlerweile auch drei. Muffin hat bloß nur einen. Aber mit, sie, ja. Deswegen meine ich, bei ihr kriegst du extrem schnell ohne große Probleme die Sachen zusammen. Deswegen musst du da sehr viel aufpassen. Mhm. So, bei ihr fehlt immer noch ein Herz, aber das kriegen wir auch noch. Man darf sich übrigens wirklich in der Anstrengung nie nachlassen. Ne? Man muss wirklich gucken, dass man denen regelmäßig irgendwelche Sachen schenkt. Es reicht oft auch schon, wenn man einfach mit ihnen redet, aber das dauert halt dann meistens lange. Ach so. Hm. Oh, gib mir mal nochmal Dünger. Ja, ich habe ja noch 100. Fälle. Nimm mein letztes Geld. Wie immer. Ja, danke. So, weil wenn du nämlich mal guckst. Fest, okay, Fester ist ziemlich weit unten noch. Er ist schon recht weit oben, das ist gut. Tai ist aber auch recht einfach zufriedenzustellen. Sie ist noch recht weit unten. Was ist auch schon weit oben, aber es gibt halt welche, die sind schwerer und welche, die sind schlechter. Der da zum Beispiel ist auch recht schwer. Es gibt schwer. Es gibt Leute, die sind schwerer und es gibt Leute, die sind schlechter. Ah, okay. Interessante Wortwahl. Zu stellen. Chris geht ein bisschen, er ist auch eigentlich normal. Ja, sie ist zum Beispiel auch super. Um sie müssen wir uns wirklich noch stark bemühen. Weil, sie gehört tatsächlich zu den Leuten, bei denen wir nur eine Jahreszeit Zeit haben, die anzufreunden. Warum? Sicher? Da, 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 da. Wir könnten einfach mal zu den Andewichteln gucken, ne? Mhm. Wartet mal, wir haben doch hier irgendwo das Notizbuch von Takakura gehabt. Ja. Wo wir die Nutztiere, Nutzpflanzen, Werkzeuge, Haus, Zimmernichttal. War das nicht da? Was denn? Irgendwo gab's da doch diese Infos. Ich glaube, das war sogar im Haus, ne? Die Enzyklopädie war das, glaube ich. Aber was suchst du denn rein, oder? Muss aber gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig Ding in dieser Folge ist. Ist noch mit? Das gehört auch noch mit. Na, erst 7 Dinge, da hätte ich auf jeden Fall das Doppelte gewettet. Warum nicht? Die Folge ist ja noch nicht vorbei. Mal die Jungs. Vielleicht kriege ich von denen ja wieder neue Rezepte. Hm. Mindestens einmal in der Jahreszeit sollte man bei denen vorbeischauen. Willst du mal was verraten? Rezept ist noch nicht Teil der Menschen. Rezept eingelegtes Gemüse. Ah ja. Ich habe kein Gemüse für dich. Rezept. Okay. Früher, wenn man das gefatzt hat, ist einem immer total duselig geworden. Hm. Was? Mit so einem komischen Blümchenbecher da an der Seite. Sorry, ich muss nochmal. Ich habe schon wieder gedanklich anders abgeschaltet. So, der mit so einem komischen Blümchenbecher da an der Seite. Oh, Rainer. Es ist wirklich zum Einschlafen. Es ist. Okay. Es ist. Und wenn man sich. Mein Handy auf laut, ich bitte um Entschuldigung. Ich mute es direkt mal. Ja, klar. So. Und wir sind bei 30. So, was will ich jetzt machen? 31. Ah. Wieso stehst du jetzt eigentlich außerhalb? Hast du nicht gerade noch da drinnen geguckt? Ah, ich glaube, wir können sogar schon gießen, ne? Ja, wie gesagt, es ist wirklich zum Einschlafen. Und wenn man dann Reinhardts Stimme auch noch irgendwie in irgendeine Form gespannt zuhören soll. Ich würde, glaube ich, sogar erstmal das hier alles gießen wollen. Gerade weil die Pflanzen hier jetzt dann spätestens am nächsten Tag sind die fertig. Ja.
Das ist schon echt anstrengend. Das ist harte Arbeit. Es ist wichtig, dass die zumindest schon mal gegossen sind. Ihr unterschätzt das immer. Ach ja, du kippst gleich wieder um, Rainer. Wieder das? Nö, ist wieder nicht. Ich weiß, wir fallen wieder um. Ah, okay. Aber es hilft dir, wie gesagt, nichts. Wir haben nicht genug Ausdauer, das kommt erst mit der Zeit an. Eigentlich nicht in dem, was wir so machen, aber was wollen wir machen? Könntest du auch was kochen? Das hier ist ja auch ganz wichtig, dass wir da weiterkommen. Das hattest du, glaube ich, schon, oder? Nee, doch nicht. Hä? Was war das denn? Das kippt man noch einmal um. Und tschüss. Ich weiß halt auch echt nicht, ob das wirklich so funktioniert. Also ich weiß, dass man normalerweise in dem Spiel Powerbären fratzt. Aber wir haben eben keine Powerbären. Hä? Kann ich die schon wieder gießen? Ja, kannst du direkt wieder von vorne anfangen. Einmal am Tag gießen? Einmal doch bloß ein, glaube ich, zweimal. Du kannst direkt wieder von vorne anfangen. So, wieder einspannen. Ja. Hatten wir die Kuh jetzt noch ein zweites Mal gemolken eigentlich? Boah, ich bin schon wieder völlig durch den Wind. Ich auch. Hast du gerade eben schon wieder so gesagt? Ich habe ernsthaft nicht aufgepasst. Das ist unglaublich. Ich habe extra nochmal zurückgespult. Ja, hat er. Boah, ich bin schon wieder völlig durch den Wind. Ja, hier, die ist trächtig. So, die gibt im Moment 2 Milch. Ja. So, da die Milch nicht ausgegraut ist, müssen wir sie melken können. Ich frage mich, warum hier so viel Platz ist. Ich meine, hier verstehe ich es, aber... Naja, egal. Halt. Das ist nicht das Richtige. Das ist ein Ei. Das ist der Nachteil an dem Gras. Da ist nämlich auch dann mal im Gras dann ein Ei oder so. Und dann sieht man es nicht direkt. Das ist ja doof. Ah, wir brauchen mindestens ein Ei hier. Wartet, stopp, was war das? Habe ich das noch nicht abgeholt heute? Ah. Halt, nicht Zutaten, Salz. Daram, dam, dam, daram. Dam, dam, dam. So, Schlafikowski. Wir müssen uns eigentlich auch dringend um Daniel kümmern. Daryl. Was geht denn mit dem jetzt ab? Dachte ich schon, jetzt kommt eine Videosequenz. Ja, das habe ich gemeint. Müssen wir gleich mal gucken. Was denn? Ah, Tomate A. Welche Qualität hat denn die Frucht jetzt? A. Das ist eine ganz normale B-Tomate. Und was ist das? Eine A-Tomate. Okay, das ist wirklich nur eine A geworden, ne? Es ist nur eine A-Tomate, ja. Unglaublich. Alter,
Würdest du aufhören mit dem Quatsch? Brauchen wir eigentlich gar nicht die anderen Bäume düngen. Naja, es war schon immer schwer, da ein entsprechendes Ding zu ziehen. Oh! Das hat mich schon lange nicht mehr. So, dann haben wir das hier auch soweit. Ups, das wollte ich nicht. Ah, nee, schaut mal, man sieht es schon. Ich glaube, die hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr düngen. Aber man sieht nämlich anhand der Pflanzen schon, dass es eine ganz andere Farbe hat. Ne? Die hier oben sind deutlich heller von der Farbe her. Oder auch die hier vorne sind deutlich heller. Ich glaube, das muss man wirklich nur in der Anfangsphase. Das muss ich mich mal auseinandersetzen mit. Ich glaube, das muss man wirklich nur in der Anfangsphase machen. Musst du mal recherchieren, ja. Vielleicht findest du endlich mal raus, dass man die Schildkröte nicht zähmen kann. Nein! Hahaha, du hast gegessen. Sehr schön. Was ist mit dir eigentlich? Warst du wohl überfordert. Warum legst du keine Eier? Weißt du doch gar nicht. Vielleicht war es das eine Ei, was du auf dem Feld gefunden hattest. Weiß und flaumig. Quietsch, quietsch. So. So. Ich wollte eigentlich dich knuddeln. Sehr schön. Oh, hat sie gerade geglänzt? Sie? Immer schön lieb sein zu den Tieren. Vergesst nicht, dass sie euch die das meiste an Zeug wieder einbringen. Okay. Dann haben wir das alles soweit. Jetzt müssen wir auf die Radiche warten. Also auf die Radiche. Steckrüben. Radiche, sag ich schon. Nicht auf die Radiche. Steckrüben. Okay, pass auf. Was haben wir hier? Die B-Tomate. Und die würde ich jetzt kochen. Die A-Tomaten sollten wir eigentlich aufheben. Wieso? Ich habe bestimmt einen Grund, warum ich die aufheben will. Die heben wir erstmal auf. Warum? Ja. Man kann sich nämlich später verbessern. Und zwar ganz gewaltig. Deswegen müssen wir uns echt mit dem Daniel schauen, dass wir uns anfreunden können. Weil damit steht und fällt im Moment alles. Ach so, damit steht und fällt alles. Okay. Wenn's so, so aber ich würde sagen, wir beenden da langsam auch sicher mal die Aufnahme und damit auch die Session. Ich muss jetzt nochmal alles bearbeiten und hochladen. Oh. Die erste Folge müsste sogar schon heute online gegangen sein. Das ist Folge 12. 14? Boah, jetzt bin ich so, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das ist, aber da merkt ihr mal. Naja. Danach schon, wann die Folge online gegangen ist und dann wisst ihr, wie weit ich euch voraus bin. Na gut, das ist bei dem Spiel jetzt nicht verwunderlich. Okay. Ich bin am Überlegen übrigens, ob ich das Spiel offline ein bisschen weiter zocke. Gerne. Ich muss mich ja nicht bei jeder Scheiße mitnehmen.
Weil im Prinzip das, was ich jetzt gemacht habe, ist die ganze Zeit, es ist eigentlich nichts anderes. Wisst ihr was? Ich werde euch mal ein bisschen mitnehmen. Ich werde euch mal ein bisschen, ich werde euch mal ein bisschen vorspielen. So. Obwohl, dann seht ihr die ganzen Videosequenzen auch nicht, ne? Das wäre. Ich mach's anders. Na? Ich spiele vor und die Videosequenzen, die schneide ich euch mit rein. Dann lasse ich nebenbei die Aufnahme laufen. Da mache ich dann aber ein Commentary, was ich im Nachhinein kommentiere. So ach du das. Meine Güte. Das ist eine Idee. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Oh mein Gott. Das ist eine Idee, weil dann kann ich hier nämlich weiterspielen und euch im Nachhinein das Zeug dann geben. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Dann machen wir das so. Weil die ersten Videoaufnahmen habe ich ja schon fertig gehabt. Okay, dann würde ich aber an der Stelle sagen, wir beenden die Folge hier. Das haben wir auch ein paar Folgen mehr gehabt und ein paar Folgen jetzt sind jetzt, ja, weil weniger haben wir ja nicht genommen. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich erstelle euch hier jetzt mal den Safe State. Und hier setzen wir noch einen zweiten Safe State. Dann wisst ihr, wie weit wir im Abstand hatten. Safe State? Gut, bis dahin, euer Drache. Tüdelü. Oh, wir haben es. Meine. Aber ganz ehrlich, ich hätte gedacht, es wären mehr Ding. Na, ihr wisst es. 8-mal Ding, sofern ich richtig aufgepasst habe. Ups. 37-mal so. Ja, wahrscheinlich ist mir ein, zwei werden mir durchgerutscht sein. Ja, es ist wirklich, also. Reinerle beim Spielen zuzuschauen oder auch zuzuhören und sich dann auch noch auf das Gesprochene zu konzentrieren. Es ist echt teilweise, will nicht Folter sagen, aber anstrengend. Anstrengend. Ihr Lieben, das waren die Parts. Ich bin mal gespannt, was dann als nächstes passieren wird. Reinerle, ja, ob er das so wirklich so durchziehen wird. Ich bezweifle es ein bisschen. Ich überlege, ob ich diesen Ding- und So-Counter beibehalten werde. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das gut fandet oder nicht. Ne? Wer weiß. Vielleicht gefällt es euch ja. Oder ihr sagt einfach, nö, interessiert uns gar nicht. Wir merken ja auch so, wie viel Ding und So da in dem Video vorkommt. Utopisch viel. Also, wir hören uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Medal of Honor.